alle zusammen, mein Name ist Julia und willkommen auf meinem Kanal Top Fun Top. Und heute ist bei mir Anastasia. Привет, меня зовут Анастасия. Und was machen wir heute, Anastasia? Heute wollen Julia und ich Reibekuchen machen. Auch nennt man sie bei uns Kartoffelpuffer oder Kartoffelrösti. Und dazu gibt es dann noch als Beilage einen kleinen Sommersalat. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ja, viel Spaß. Und zwar, das sind folgende Zutaten, die wir jetzt gleich für die Reibekuchen und den Salat brauchen. Das Wichtigste natürlich erstmal die Kartoffeln, Mehl, 2 Eier, später zum Braten dann das Sonnenblumenöl, für den Geschmack zusätzlich eine Zwiebel und als Gewürz Muskatnuss, gibt es Pfeffer und Salz. Später machen wir dann auch für die Reibekuchen einmal eine süße Variante mit Apfelmus und eine, naja, nicht herzhaft, eine leichte Variante mit Schmandkräutercreme und Lachs. Mhm. Weiter geht's. Was machen wir jetzt, Anastasia? Jetzt schäle ich erstmal die Kartoffeln, weil die sind die Grundbasis von den Reibekuchen. Genau, das sind jetzt 2 Kilogramm. Ich würde mal überlegen, also für 4 Reibekuchen brauchst du 500 Gramm. Das sind, wenn ich mal sagen, machen wir 1 Kilogramm für uns beides. Das wären 8 Reibekuchen. Mhm. Genau, erstmal schälen und dann reiben. Okay, ganz easy peasy. Machen wir dann. Du kannst was auf Russisch auch sagen, du hast irgendwo Russisch gelernt. Ja, ich habe damals in der weiterführenden Schule, Sekundarstufe 2 war das damals Russisch gelernt, aber jetzt kann ich leider auch nicht mehr so viel. Trotzdem genieße ich immer noch so russische Lieder, weil ich weiß, ich finde die halt sehr, sehr schön. Es ist immer noch so reinzukommen. Ja, und auch das Essen natürlich ist sehr, sehr schön und Wodka. Und du hast schon, warum versteckst du das alles so mit Ach so, Decke? Das ist nicht so oxidiert, dass sie nicht so. Ja. Ich mache immer mit Wasser. Ja, das können wir auch machen. Das können wir auch, ja, weil dass wir die schälen, diese Methode habe ich noch nicht gehört, dass man so einfach mit Decke macht und. Ja, einfach das da durchmischen. Okay. Willst du, dass ich Wasser hinzufüge? Ja. Mache ich dann. Gibt es so in Deutschland Stereotype wirklich so über Russen, nicht wie du, was du denkst, ja, aber was denken Deutschen, was ist typisch für Russen? Also, bei den Jüngeren ist es so, diese Russenhocke ist ja so ein Ding und auch, dass sie halt oft Adidas tragen, halt so Trainingsanzug. Ansonsten halt, zum Beispiel bei den Deutschen ist es ja nicht so, du gehst nicht irgendwo hin in der Bahn und lächelst die Leute an. Das macht man nicht. Ich glaube, es ist bei den Russen auch nicht so, wenn man draußen unterwegs ist, dass du irgendwie ein Fremdes anlächelst. Mhm. Also habe ich mal. Ansonsten, wenn man an Russland denkt, dann auch an die schönen Frauen vor allem. Mhm. Ich meine, sehr hübsche Frauen. Und ich habe auch gehört, dass in Russland mit den Magneten ist das so ein Ding, dass manche ganz viele Magneten an ihrem Kühlschrank haben. Machst du so? Ist das so gesammelt wird? Ist das viel oder nicht? Nö, ist noch nicht. Es ist doch nie so, das stimmt. Und viele sagen, ich möchte aus dieser Reise einen Magnet haben, zum Beispiel. Und wenn du dahin fährst, dann bring mir unbedingt einen Magnet. Hast du das nur aus Russen, von Russen gehört, oder? Bis jetzt ja, also dass es da wohl ziemlich beliebt ist. Mhm. Und dass man auch, wenn man irgendwo eingeladen wird, dass man dann ein kleines Geschenk oder so mitbringt, einfach so als Dankeschön, dass ich hier sein darf, so. Geschenk meiner Seite, um auch Respekt und Freundlichkeit zu zeigen. Das macht man auch, aber in Deutschland? Nicht alle. Aber in vielen anderen Kulturen macht man das auch, dass man was mitbringt. Habe ich übrigens auch. Nee, aber mir ist interessant, was bringt man in Deutschland meistens zum Beispiel? Was ist das typisch zu bringen? Es ist immer unterschiedlich, mit was für Leuten, also mit wem du dich triffst, Familie, Freunde, Mitschüler oder so. Also das Klassischste ist, glaube ich, wirklich Blumen. Mhm. Pralinen, zu einem Geburtstag bringe ich auch mal einen Kuchen mit, ein Säckchen. Bei einer Männerrunde bringt man dann irgendwas zu essen, Schnäpsle. Schnäpsle, was ist das? Ein Schnaps. Okay. Ja, Spirituosen, sowas halt. So als Geschenk. Als Geschenk bringt man auch sehr gern. Wird gerne geschenkt. Das habe ich schon auch bemerkt. Ich habe auch überlegt, ob ich da heute was mitbringe, aber ich war nicht sicher, ob du Alkohol trinkst und dachte ich so, nein, was anderes. Ja, sehr gut. Du hast mir Blumen geschenkt. Und Schoki. Und Schoki, ja natürlich, ja. So, jetzt beginnt der spaßige Teil. Deswegen ist auch Reibekuchen heißt. Wir reiben jetzt die Kartoffeln.
sind jetzt fertig mit dem Reiben und jetzt machen wir einfach den Saft in eine Extraschüssel. Rausnehmen und da reiben wir jetzt noch Zwiebeln rein. Okay. Jetzt geht's ans Würzen der Masse. Machen wir einmal Pfeffer. Salz. So, und ein bisschen Muskatnuss. Muskatnuss. Sehr schön. Nach Muskatnuss. Alles gut. Jetzt noch Mehl hinzufügen. Genau, also das muss man nicht machen. Ich mache es jetzt einfach. Wie viel brauchen wir? Ein bisschen, einfach das. Dass es zusammenbleibt. Auch nach Gefühl, ja. Genau. So, und jetzt geht's ans Mischen. Ans Mischen, okay. Genau. Das ist jetzt das Herzhafte mit Zwiebel und das ist ohne Zwiebel. Und jetzt werden wir dann gleich in der Pfanne Öl erhitzen und die dann braten. Genau. Super, machen wir dann. So, jetzt geht's ans Braten und das ist auch ganz einfach. Einfach ein bisschen Öl, also ein bisschen mehr Öl. Und jetzt warten wir, bis es heiß wird. Dann fangen wir jetzt an, nehmen eine schöne Menge. Vorsicht. Dann runterdrehen. Ja, mach ich, ja. Ja. Wichtig ist auch halt, dass der schön platt gedrückt wird. Dafür sind wir halt dran. Das ist so dick von der Erde. Und hier. Ja, der muss noch ein bisschen. Aber gut, nee, eigentlich, ich denke, es ist nee, okay. Das muss wirklich so. Okay. Aber gut, dann wissen wir jetzt ungefähr, wie schnell das geht. Wir haben schon zweite Pfanne angemacht. Ach ja, die zwei sind schon fertig, ja? Wir haben auf Papier das gemacht. Genau, wegen dem Öl. Wegen dem Öl. Jetzt bereiten wir noch als Beilage zu den Reibekuchen einmal einen Quark. Hier einfach ganz normal, da kommt dann Dill, ein bisschen Limette, Salz, Pfeffer und hier kommt dann der Apfelmus rein. Für einmal die süße Variante und einmal dann die das herzhafte Variante. Genau. Okay, dann beginnen wir zuerst mit Schneiden, ja? Mit Schneiden, genau. Da haben wir jetzt einfach so einen Speisequark, aber auch noch nicht gewürzt. Das machen wir alles jetzt. Salz und Pfeffer. Was ist das? Apfelmus. Apfelmus. Warum isst man? Ich meine, in Russland ist es ganz untypisch, dass man Apfelmus isst. Wir essen überhaupt keinen Apfelmus. Wir essen gerne Apfelmus. Ja, einfach so. Ja. Passt halt zu allem. Also ich esse auch Eierkuchen gerne mit Apfelmus. Die Kartoffelrösti kann man zum Beispiel aber auch mit Zucker, manche machen Zucker drauf und essen das oder manche mögen auch halt mit Eis, manche, Vanillesoße. Also es ist ganz unterschiedlich, also von herzhaft bis süß, man kann eigentlich alles damit kombinieren. Okay, sehr gut, interessant. So, wir sind jetzt fertig und dann zeigen wir euch mal, wie das jetzt am Ende aussieht. Wir haben ja jetzt beide Varianten. Einmal die herzhafte Variante, einmal die süße Variante. Je nachdem, wie ihr die Reibekuchen esst, das ist ganz euch überlassen. Also da gibt es keine festen Vorschriften. Wir haben uns jetzt entschieden für Quark mit ein bisschen Dill, Limette, Gewürze, Lauchzwiebeln und Lachs. Die süße Variante einfach mit Apfelmus, ein bisschen Puderzucker. Genau. Guten Appetit! Bestimmt. Liked, kommentiert und lasst ein Abo da.